Heute möchte ich mal was Neues ausprobieren. Und zwar, ich habe mir hier über eBay 10 Flaschenöffner gekauft. Irgendwie 11 Euro. Und zwar möchte ich diesen Flaschenöffner mit einem schöneren Griff ausstatten. Dazu müssen wir natürlich erstmal das Teil hier vorne entfernen. Ich habe ein paar Ideen. Unter anderem habe ich hier einfach nur so ein Stück Rundholz gefunden. Das werden wir aufschneiden und ein bisschen bearbeiten und dann versuchen, den Einsatz hier drin zu befestigen. Weil ich glaube, das schaut ganz cool aus und von dem her würde ich sagen, probieren wir es einfach mal. Bei dem hier wird es ein bisschen interessanter. Erstens ist der leicht gewellt. Ich weiß nicht, ob man das halbwegs erkennen kann. Und ich möchte eigentlich ganz gern mindestens 2, vielleicht sogar 3 Flaschenöffner daraus bekommen. Mein Plan ist es jetzt, einfach an der Seite ein bisschen was wegzuschneiden und dann quasi 2 oder 3 Scheiben aufzuschneiden, die wir dann später als Flaschenöffner verwenden. Ich soll es vielleicht doch mal an die Absaugung anschließen. Vom Schnitt her bin ich echt zufrieden und ich glaube, wir kriegen da echt was Geiles dabei raus. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir mal die Rinde runter. Der hier ist mir an der Seite ein bisschen zu scharf, weil wir hier halt eher weiter außen waren im Schneiden. Der hier finde ich geht gut, der fühlt sich schön an, aber ich glaube, wir werden da sowieso was Spezielles machen, zumindest aus dem hier. Den hier könnten wir vielleicht tatsächlich so lassen, wobei ich finde, dass er eigentlich zu breit ist. Das heißt, wir werden uns da auch was überlegen.
Der erste ist so gut wie fertig. Wir müssen dann später nur noch den Flaschenöffner-Einsatz einkleben. Und das wiederum machen wir mit Epoxidharz. Und das bringt mich auch zu dem zweiten Flaschenöffner, denn auch den möchte ich mit Epoxidharz machen. Ich schneide quasi hier die beiden Live-Edges ab und wir bauen das Ganze dann in einer Holzform zusammen, gießen das wieder aus mit Epoxidharz und schauen mal, wie der wird. Ich habe hier schon die Form gebaut und das hier reingeklebt. Ich habe das Ganze auch schon mal vermessen. Wir haben ungefähr 2 cm hier in der Mitte Spalt, 2,5 cm hoch und 23 cm lang. Wir rechnen das Ganze jetzt einfach mal aus. 20 mal 25 mal 23,5, also 23,5 cm, also 235 mm. Und das jetzt geteilt durch 1000, dann haben wir 117,5 mm. Also wenn wir 120 Milliliter anrühren, dann haben wir auch noch für die Seiten ein bisschen was, dann sollte das Ganze passen. Da wir aber ja auch noch etwas brauchen, um das Loch jetzt zu füllen, machen wir einfach um die 150, 160. Erstens geht sich das super mit dem Mischverhältnis jetzt aus und dann können wir das hier auch gleich mit eingießen und schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich musste leider feststellen, dass die Becher, die ich da gekauft habe, nur bis 60 Milliliter gehen. Das heißt, da haben wir ein bisschen Problem. Deswegen habe ich mir jetzt hier Plastikbecher genommen und wir machen das Ganze jetzt mit der Waage. Ich hoffe mal, das tropft nicht zu sehr, sonst kriege ich Ärger. Okay, 103 Gramm. Und dazu nehmen wir jetzt 55 Gramm Härter. Perfekt. Ich habe mir jetzt hier einmal eine Vorrichtung gebaut, damit das Ganze natürlich nicht umfahren kann und dann das Epoxidharz wieder rausläuft. Das wäre nämlich ziemlich geil. Was ich aber auch glaube zu wissen ist, dass wir die Kanten hier vorher einschmieren sollten mit dem Pinsel, damit einfach das Epoxidharz schon mal reinfließen kann. Hierbei glaube ich, ist es egal, ob die Farbe schon drauf ist oder nicht. Das können wir ohne auch machen. Wir streichen jetzt einmal hier komplett über das Holz mit dem Epoxidharz drüber und lassen das jetzt erstmal ein bisschen einziehen. So, bevor wir jetzt die blaue Farbe hinzumischen, führen wir natürlich jetzt noch ein bisschen Epoxidharz hier in das Loch hinein, um das schon mal fertig zu haben. Wir nehmen jetzt das Teil hier und stecken den da rein und die Verdrängung sollte eigentlich dann das Übrige tun. So, ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Jetzt müssen wir den auf jeden Fall mal erst auf die Seite stellen. Als nächstes geben wir hier die Farbe hinzu. Ich habe gehört, weniger ist mehr, das probieren wir aus. Das heißt, wir leeren erstmal nur 2-3 Tropfen rein. Und was ich auch mitbekomme ist, man sollte das Ganze dann in einen anderen Becher umfüllen, um die Konsistenz einfach besser sehen zu können. Schauen wir mal, wie viel 3 Tropfen ausmachen. Ich möchte es, dass es noch durchsichtig bleibt, nur einen ganz leichten blauen Schimmer hat.
Also es soll nicht komplett dunkelblau werden. Von dem her, glaube ich, sind diese drei Tropfen hier schon eigentlich recht gut. Dann würde ich sagen, können wir mit dem Gießen anfangen. Es ist ja wirklich nur eine sehr kleine Form. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass wir da allzu viele Probleme bekommen. Wie gesagt, Blasenbildung kann sein. Schauen wir einfach mal, dann sehen wir es schon. Ich bin mir nicht sicher, ob 2 cm auf einmal gehen, aber um ehrlich zu sein, ich denke, das muss gehen. Die Menge scheint echt perfekt zu passen, vielleicht sogar noch ein Ticken zu viel, aber sehr, sehr geil. Wir haben jetzt den Vorteil, wir können das Ganze ein bisschen schütteln, aber die Farbe, muss ich sagen, kommt sehr, sehr geil dabei raus. Jetzt ist es soweit, 2 Tage später, das Epoxidharz ist getrocknet. Bin ich mal gespannt, wie gut wir das runterkriegen. Dann haben wir jetzt hier den Rohblock. Wollen wir mal schauen, was wir daraus machen können. Wir haben schon einige Luftblasen. Ich glaube, das liegt daran, weil wir die mittlere Schicht, die wir auf das Holz drauf gemacht haben, nicht trocknen lassen haben. Von dem her ist wahrscheinlich trotzdem noch viel ins Holz eingezogen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Jetzt muss erstmal hier jede Menge Material weg. Ich habe mir jetzt hier feineres Schleifpapier besorgt, bis 5000er Grit. Ich würde sagen, wir weichen die jetzt alle ein und dann schauen wir, dass wir hier das Epoxidharz fein kriegen, dass man durchschauen kann. Und dann können wir das Ganze mal endlich einlassen und hoffentlich wird das dann was. So schaut der Flaschenöffner jetzt zum Ende aus. Es ist auf jeden Fall besser geworden. Das heißt, man sieht jetzt ein bisschen die Innenkante, was ich ja eigentlich wollte, dass man eben das Live-Edge von dem Holz sozusagen sieht. Was mir nicht ganz gelungen ist, ist, dass man einfach die ganzen Kratzer rausbekommt. Ich habe da mit dem Stefan von Charlie Shett ein bisschen geredet. Er hat gemeint, eigentlich ist es eher immer blöd, weil erstens, du bekommst mit der Zeit sowieso Kratzer rein durch alles Mögliche, weil es einfach so empfindlich ist. Und deswegen ist es eigentlich gescheiter, du machst ein Muster rein und lässt es dann einfach quasi kratzig, blöd gesagt. Ich wollte aber eben, dass man da durchschauen kann. Er hat gemeint, was man zum Beispiel machen könnte oder was dann gut funktionieren würde, ist einfach zum Schluss eine kleine dünne Schicht mit Epoxidharz quasi drüber pinseln. Das würde das Ganze nämlich wieder klar machen und dann könnte man durchschauen. Aber es ist eben dann trotzdem das Problem, du bekommst mit der Zeit wieder die Kratzer rein. Von dem her, ich habe es jetzt einfach eingelassen, den Flaschenöffner. Das Ganze wird ohnehin ein Geschenk zum Einzug von einem Kumpel von mir. Das heißt, als erster Versuch und dafür muss es das tun. In diesem Sinne,
bin ich, glaube ich, mit den beiden Flaschenöffnern soweit ganz zufrieden. Ich werde definitiv noch weitere machen und schauen, was mir dann noch so einfällt. Aber fürs Erste, glaube ich, kann man das Ganze doch gut verwenden.